Hoffentlich funktioniert das jetzt auch alles. Ja, da bin ich da. Und der Pete ist auch da. Und ich dachte mir, ich komme mal wieder vorbei. Ich war jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht hier. Bin nun wieder drauf und dachte mir, ich laufe mal einfach ein bisschen über mein Dach herüber und gucke mich mal so ein bisschen um und mache eigentlich mal wieder wie immer gar nichts. Ja, lassen wir die Welt mal zu Ende laden. Das ist übrigens der neue Server. Das heißt, wenn ganz viele Spieler da sind, sollte das jetzt auch nicht mehr ja, ganz arg lecken, sondern weniger. Beziehungsweise gar nicht mehr. Wie sieht mein Ding eigentlich aus hier? Rechtsklick, ne? Linksklick, rechtsklick. Ja, so viel zum Thema liegt nicht mehr. Ach, da ist er. Gut. Haben wir denn hier? Ja, meine Umzugskisten, wie man sieht, stehen hier immer noch. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand besonders lustig findet, da regelmäßig meine Sofas umzudrehen, aber irgendwie stehen meine Sofas immer irgendwie falsch rum. Und ja, wisst ihr Bescheid. So viel zum Thema leckt nicht mehr, kann aber auch meine Internetverbindung sein, will ich gar nicht will ich gar nicht beschreien. Ah, Pete sagt aber auch. Ja, ich auch gerade. Ja. Ist also nicht meine Internetverbindung, sondern, ups, ist der Server. Da. Das ist ja mein Sofa. So rum. Na? Jetzt ist da, jetzt ist nicht da, jetzt ist... ja. Toll, so irgendwie nach 3 Wochen mal wieder auf den Server zu kommen und es leckt leider immer noch extrem. Ist bestimmt nur irgendeine Konfigurationsgeschichte. Ne? Also von daher. Ich traue mich gar nicht irgendwas. Ich mache das mal testweise. Ja. Oder nicht. Man weiß es nicht. Oder doch, oder nicht, oder ja, oder nein. Oh, ich habe übrigens meine laute Tastatur dran. Kleinen Moment mal, beziehungsweise hier, das einmal weg. Dann das einmal zur Seite. Die andere Tastatur einmal ausgewickelt. Kleinen Moment. So. Ja, hier einmal hinten rum das Kabel. Hier einmal hier. Na. Ja, falsch rum. So. So, Tastatur läuft. Dann habe ich ja noch meinen Kakao hier. Und dann werde ich doch mal gucken, ob sich das überhaupt noch lohnt, so einen Aufwand zu betreiben, wenn es sowieso nicht so rund läuft. Aber da gucken wir gleich mal. Was sich alles getan hat auf dem Server, haben die anderen Kollegen ja schon gezeigt. So, Kakao. Ich werde einfach wohl... ja, eigentlich bräuchte ich ja noch unten ein bisschen mehr Einrichtung. Allerdings, ne, wie gesagt, das steht jetzt alles noch in den Umzugskartons. Ich habe auch keine Lust, das jetzt auszupacken. Dann würde ich sagen, was habe ich eigentlich alles im Inventar? Gut. Eigentlich bräuchte ich ja irgendwo so eine Möglichkeit oder so einen Raum oder irgendwie, wo ich einfach so Sachen lagern kann. Ja, irgendwie unten drunter irgendwo abgelegt. So Lagerkisten. Ich meine, wir haben ja ein öffentliches Lager, ein sehr cooles. Aber ich will nicht jedes Mal erst runterlaufen.
Aber das leckt wie Hulle. Wir probieren das einfach mal. Ich glaube, hier direkt drunter war die Werkstatt, ne? Ich würde ja sonst hier irgendwie. Hier drunter, ne, hier drunter ist, glaube ich, auch der Turbinenraum. Das heißt, hier unten drunter kann ich sowieso nicht so viel machen. Es sei denn, ich mache hier wirklich zu mit den Dingern, dass ich einmal runtergehe. Aber ich lasse es erstmal so. Ich gucke mir das. So, drei. Ja, genau. Ich gucke mir das Ganze erstmal an. So, eins, zwei, drei. Genau. Hey. Eine Herzpiratin und ein Piklu und beide. Wird ja doch noch mal richtig voll hier, ne? Dass sie alle nicht in Mumble sind, ich weiß es nicht. Wobei das mit dem Aufnehmen in Mumble sowieso wohl nicht so richtig funktionieren könnte. Moment, ich wechsle mal in einen Kanal. Sprachunterdrückung wurde aktiviert. Ihre Sprachunterdrückung wurde deaktiviert. Das müsste eigentlich jemand jetzt gehört haben. Ich hoffe, das funktioniert. So. Dann gehen wir einfach mal nach oben. Einfach so, weil es geht. Nein, weil von hier die Aussicht ein bisschen größer ist. Da unten drin ist ja die Werkstatt. Das heißt, da drunter wäre die Möglichkeit. Ich muss nur irgendwie runterkommen. Ich kann natürlich auch so ein Fahrstuhl-Dings irgendwie bauen hier, wie es zum Dings geht. Nee, doch kein Fahrstuhl. Ihr wisst, was ich meine. Das Fahrstuhl-Dings, was dann hochgeht oder weggeht oder irgendwo hingeht von TravelNet. Geschlossen. So, ein illegaler Marktstand. Na, 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 na. Nee, runter, 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 runter. Ich hab doch da mal so ein Loch gegraben. Da gucken wir doch mal. Weil da kommt man nämlich hier in dem inneren Bereich so ein bisschen Platz machen. Dann kommt man halt an dieses Lager eben nur von außen dran. Das ist ja auch nicht schlimm. So. Man kommt jetzt überhaupt nicht mehr dran an dieses Lager, ne? Ich habe ja hier mal. Oh, eine Schildkröte. hier, doch, hier kommt man ran. Hier, hier, hier. Das Ding hier meine ich. Das habe ich irgendwann mal gegraben, aber das ist schon wieder zu weit weg, ne? Da ist auch oben jetzt wieder. Ja, nehmen wir das mal so hin. Was ist das denn hier überhaupt? Wo kommt der Stein her? So. Ja. Obwohl, man könnte hier dann so eine. Ja, das wäre für so ein privates Lager, wäre das zu weit weg. Der Kram ist von unten bis. Das heißt, man könnte hier vorne. Kommt man ja auch nicht runter, weil hier die Dings nicht ist. Hier muss ich auch nochmal was Schöneres bauen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ein Lager. Ne, hier die Wand, das ist ja dann, wenn man. Genau, dahinter ist nämlich schon was. Jetzt könnte man da nämlich so ein. Jetzt ist er da. Ja. Kann ich jetzt zwei davon setzen? Guck mal, ich kann zwei davon setzen. Ja. Nein. Wisst ihr was? Ich werde diese Aufnahme jetzt doch leider an dieser Stelle beenden. Für eine erste Aufnahme nach einer langen Pause sollte es besser laufen, als es gerade tut. Warum auch immer es gerade so läuft, wie es läuft, ich weiß es nicht. Ja, schade. Na egal. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche. Auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme, ne? Wisst ihr Bescheid. Tschö!